Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs, dürfen wir sagen, denn wir sind hier auf der Spiel 24 auf der Messe in Essen. Und wie ihr seht, bin ich nicht die Julia, sondern vielleicht sowas wie der Elton, der die Außenwette moderiert, denn wir haben heute eine großartige Challenge zwischen zwei konfrontativen KombatantInnen, nämlich einmal Julia von Spiel doch mal und Christian von Format C. Ihr bekommt von mir einen Bingo-Bogen gleich. Auf diesem Bingo-Bogen befinden sich fünf Aufgaben und auf der Rückseite ein gelber Umschlag. Erst wenn diese fünf Aufgaben gelöst sind, dürft ihr den Umschlag öffnen und das dort befindliche Rätsel oder die Aufgabe, die darin ist, lösen. Und es geht auch um etwas, denn der Verlierer oder die Verliererin wird sich nachher in das Kostüm dieser Katze begeben. Das ist Mieps, das Maskottchen der Spiel 24. Ich darf euch hiermit eure Aufgaben überreichen. Einen von euch oder eine von euch werden wir nachher im Mieps-Kostüm sehen. Und ich sage jetzt, mögen die Spiele beginnen. Viel Spaß! Alex, ich brauch dich. Ich muss das coolste Selfie mit dir machen. Okay. Zählt das? Ja, aber wo sind die? Da vorne? Ja, aber in dem Bereich. Okay, ja, wir schauen nochmal. Wie viele Neuheiten präsentiert ihr hier? Ich muss das wissen für meine Challenge. Okay, wir haben vorhin gezählt, es sind an die 40, aber nicht ganz. Also 25 sind es auf jeden Fall. Die hier auf den roten Tischen stehen, das sind auf jeden Fall 25. Mit den Rollenspielen? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und wenn wir die Deep Print von unserem Partnerverlag Deep Print Games, die noch mitzählen, dann kommen noch mal 3, 4 hinzu. Weißt du was? Ich sag mal 20. Okay, dann ziehen wir die Rollenspiele wieder ab. Dann sind wir 24. Okay, zählt? Gut, danke schön. So, das haben wir lange. Ich danke dir. Ja, kein Thema, gerne. Viel Spaß auch, viel Erfolg. Ja, danke schön. Ich hoffe, ich Spiele mit Würfeln. Es kann nicht so schwer sein, welche zu finden. Es gibt hier keine Würfel. Es gibt hier keine Würfel. Keine Würfel. Ich würfel. Eine 6. Nein. Ja, eine 6. Und die erste 6 ist gewürfelt. Ist das hier für ein Spiel Beutezug? Das klingt doch vielversprechend und ich muss es doch irgendwie hinkriegen, hier eine 6 zu würfeln. Es ist eine 1, es ist eine. Ich könnte ja auch eigentlich kein Regel sagt. Ah, eine 6 und das ist Nummer 2. Einfach mehr Würfel nehmen, dann klappt das auch besser. Ganz einfacher Trick. Natürlich keine 6. Ich kann einfach keine 6 würfeln. Ich kann das nicht. Da! Eine 6. Oh, na, 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 na. Ah, Katan. Katan wird mir Doppel-1 natürlich erstmal nicht helfen. Doppel-3 wird immer schlimmer. Doppel-2. Doppel-1, Doppel-3, Doppel-2 und keine 6. So, ah, und Doppel-6. Irgendwas stimmt mit diesem Würfel nicht, aber es ist mir egal. Ich nehm's. So, abgehakt. Ich würfel. Ich würfel. Keine 6. Eine 6. Yes. Geschafft. Gewinne gegen 5 Personen, Schere, Stein, Papier. 2 Siege bei maximal 3 Durchgängern. Okay. That's it? I'm sorry. Thank you. Thank you very much. You're number one. Schere, Stein, Papier. Zack. Dankeschön. Du bist leider zu gut. Ich fordere eine Revanche. Okay. Einmal noch. Einmal noch. Der Mann ist unschlagbar, ich gebe auf, wir gehen weiter. Es tut mir leid. Schere, Stein, Papier. Ha, danke dir. Ein Gewinn. Okay. Schere, Stein, Papier. Ah, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere. Okay. Vielen Dank, Nummer 2. Schere, Stein, Papier. Nein. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, verloren, schade. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. 2, 3, 1, 2.
Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ha. Okay, nochmal Schere, Stein, Papier. Ja, danke, danke. Ich nehm's. Schere, Stein, Papier. Nein. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Nein. Nein! Papier. Nein, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ja? Also, ich muss noch einmal. Schere, Stein, Papier. Ja! Ah! Vielen Dank, das reicht schon. Vielen, vielen Dank. Das war Nummer 5 in der Liste. Ja! Yeah. Ich danke euch. Danke. Ich würde gerne mal Christian treffen und wüsste, wie weit er schon ist. Wie glücklich seid ihr mit der Entscheidung, nicht doch einen Tisch genommen zu haben, um das Spiel zu präsentieren? Eine gute Frage. Wir kommen später nochmal zurück. Gerne. Wie gewinne ich? Ist kooperativ, okay. Wenn man den Boss besiegt. Perfekt. Habt ihr noch eins? Da gewinnt man, wenn man eine schöne Geschichte erlebt und überlebt. Sehr gut. Aber hier arbeiten wir natürlich zusammen, um einen Fall zu lösen und nicht um die meisten Punkte zu sammeln. Da habe ich gefunden. Hitze hat keine Siegpunkte. Es gewinnt, wer ein Bingo hat. Wir haben hier eben Mission. Und auch dort gibt es, soweit ich weiß, geht es nicht darum, die meisten Punkte zu sammeln, sondern den Planeten zu retten. Das ist ja auch wichtiger als Siegpunkte. Forbidden Jungle hatten wir gerade vorhin kennengelernt. Ich gewinne nicht, wenn ich die meisten Siegpunkte habe, denn das ist kooperativ. Und dann ja. Ziel des Spiels, die Bauern gewinnen, wenn sie beide Hasen gefunden haben, bevor diese 9 Kohlköpfe gefressen haben. Ich würde sagen, das zählt. Spiel Unlock Kids, auch hier. Keine Siegpunkte, oder wenn es Siegpunkte gibt, dann sind sie scheißegal, denn es geht darum, einfach die Story zu erleben und die Rätsel zu lösen. So. Ich bin schon wieder da. Entschuldigung, lasst euch nicht stören. Ich habe ein Spiel gefunden, dessen Siegbedingung nicht die meisten Siegpunkte ist. Ich habe alle Challenges erfüllt, jetzt darf ich den geheimen Umschlag öffnen. Ein Wald voller massiver Vögel, ein Meer aus Grau und Blau. Ein Meer aus Grau und massive Vögel. Keine Zeit zu verlieren. Finde den portablen Ort. Mit groß und klein hast du das Lösungswort erraten und da ist dein. Mieps. Kleinen Moment. Wo bleibt der Christian? Oh. Der spannende Moment ist jetzt gekommen. Wir haben das Mieps-Kostüm bekommen und der Christian muss jetzt rein. Eigentlich fände ich es ja auch ganz cool, da reinzugehen, aber ihr müsst bedenken, da war schon jemand heute den ganzen Tag über drin. Ja, Christian, freust du dich? Selbstverständlich, ein lang ersehnter Traum von mir geht endlich in Erfüllung. Du darfst den Kopf abnehmen.
Schlimmste Wetteinlösung aller Zeiten? Absolut. Es ist wirklich, wirklich unfassbar warm da drin. Man hört nichts. Oh. Respekt für jede Person, die den Job hier wirklich leisten muss. Vielen Dank, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Wie schon gesagt, das nächste Mal bereite ich mich besser darauf vor und kann dich das nächste Mal hoffentlich schlagen, sodass wir vielleicht doch nochmal dich in diesem Kostüm sehen werden. Wir werden sehen. Erstmal vielen Dank an Stefan und Claudia, die das so schön vorbereitet haben, ohne uns was Genaues zu erzählen. Danke an alle Verlage, die mitgemacht haben. Danke an den Merz Verlag, der uns das Kostüm zur Verfügung gestellt hat und der eben auch von der Idee begeistert war, dass wir das hier machen können. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Du hast jetzt ein bisschen schwitzen müssen. Und ja, mal schauen, ob sich nächstes Jahr wieder was ergibt, dass wir das nochmal wiederholen. Revanche. Ich fordere Revanche. Hier und jetzt.